für deine Lucky? Heute bin ich mit dem Manga Deadman Wonderland da. Es ist, wie ihr seht, Band 1. Der Manga ist von Jensei Katoaka und Kazuma Kondoa. Ich hasse Namen, vor allem solche. Ja. Ist halt in Tokyopop erschienen. Gehört Mysterion. Wenn ich es bisher nicht so mysteriös fand. Kostet 14 Euro. Ja. Ist halt ab 16 vorgeschlagen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Boah. Wobei geht's in Deadman Wonderland. In Tokio war ein Erdbeben. Und die Teile der Stadt wurden jetzt umgebaut in ein neues Gefängnis. Dieses Gefängnis ist wie so ein Vergnügungspark aufgebaut. Und die Verbrecher da drinnen sind Aggression, Darsteller. Das heißt, Leute spielen da mehr oder weniger mit ihrem Leben. Ja, die halt gefangen sind. Die müssen sich dann da halt so Geld freispielen. Und damit können sie dann halt verschiedene Sachen kaufen. Und ja. Nach und nach, ich glaube, es besteht sogar die Möglichkeit, sich irgendwie freizukaufen oder sowas, aber das ist eine Summe, die man wohl sehr schwer bis unmöglich erreichen kann. In dem Manga selber geht es eigentlich um die Geschichte von Gunter. Ja. Der ist ein Schüler, hat halt auch das Erdbeben, was da in Tokio war, überlebt, geht halt in eine Schulklasse und in der Schulklasse entscheidet ein roter Mann, der alle seine Freunde umbringt. Die ganze Klasse ist tot und nur er hat überlebt. Und er wird dann halt verdächtig, die alle umgebracht zu haben und bekommt die Todesstrafe und muss dann halt in dieses Deadman Wonderland. Und ja, da drin muss er halt so kleine Minispiele mitmachen und sucht eigentlich, er fährt dann halt, dass er immer so Bonbons alle 3 Tage nehmen muss, weil er sonst stirbt und sowas. Und es kommt halt auch raus, dass er halt eine besondere Fähigkeit hat, womit er mit halt seinem Blut Angriffe ausführen kann. Und auch Verteidigung und sowas. Und das sind halt diese Deadmans. Und der ist halt einer davon. Und in der Zone G gibt es halt mehrere davon. Und da ist er jetzt halt auch drin. Die müssen dann da gegeneinander kämpfen. Ja. Und ich glaube, viel weiter ging der Manga auch nicht. Ich zeige euch jetzt noch was vom Inneren. Ist eigentlich das, was bunt ist, ist irgendwie weiß, schwarz, grau, rot. Hier ist noch ein ganz schönes, buntes Bild. Die hilft ihm irgendwie, der kennt sie auch irgendwie aus der Vergangenheit, aber er weiß nicht genau, wer es ist. Und das ist dieser rote Mann. Ja. Und dann sieht man hier halt die Anfangsszene, wie das in der Klasse ist. Und ja, wie das alles denn so passiert. Zeichnerisch finde ich eigentlich ganz nett. Ist jetzt nicht vielleicht 100 pro das, was ich so zeichnerisch mag, aber es ist auch ganz schön. Ich muss dazu sagen, es ist nicht mein Manga. Der gehört einem Kumpel. Ist nicht so das, was ich lese und deswegen werde ich mir den auch nicht kaufen. Ja. Vielleicht lese ich es weiter. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Kumpel liegt, wie sehr ihm der Manga gefallen hat. Für mich finde ich, das lohnt sich das nicht. Ist nicht so halt das, was ich lese und es ist für mich kein Mystery, es ist Action. Wenn da Mystery draufsteht, erwarte ich irgendwie etwas mehr Mystery. Alles, was Mystery bisher war, war wie, kann der rote Mann da plötzlich so viele Leute umbringen und warum hat er jetzt gerade überlebt? Und eine der Fragen ist jetzt schon beantwortet und es soll jetzt noch weiter folgen, dafür sind mir die 14 Euro irgendwie zu schade. Es ist aber dementsprechend dick auch, ne? Na, muss halt jeder selber wissen. Und hier zwischendurch, ich weiß nicht, ob es das einzige war oder ob es noch mehr gab, aber zwischendurch waren auch immer mal wieder andere bunte Bilder. Ja. So. Also an sich wäre so ein bisschen auch dieses Mixmax aus Action, Mystery und ein bisschen Spaß steht, für den ist es was. Für mich persönlich war es jetzt nichts. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich momentan eher so auf den dunkleren Mystery stehe, wie auf das, wo es für mich irgendwie ein Geheimnis oder was geben muss oder irgendeinen tieferen Hintergrund. Und das ist jetzt für mich zu oberflächlich.
Klingt vielleicht ein bisschen dämlich. Viele werden es mögen. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Boah. Ich muss einfach ehrlich sein. Ihr könnt trotzdem Fragen stellen. Zumindest zum ersten Band kann ich euch, denke ich, ein paar Sachen beantworten. Nur bei den weiteren werde ich es nicht versprechen können. Okay, bis dann. Ciao, ciao.